Ich hab. Ja, ist doch gut. Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen. Was war das? Bleife! Am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Kommt ihr denn plötzlich her? Ich warte bereits schon sehr lange. Komm schon! Haha. Sie hat ja ein hübsches Gesicht. Ich würde gerne gerade gucken, was da oben hier losgeht, aber ich wollte mich eigentlich hier noch gerade umsehen. Denn ich habe mich hier noch nicht richtig umgesehen. Uah! Wo kommt der denn plötzlich her? Ich komme hier einfach nicht zu Wort. Was soll denn das? Was wollte ich jetzt sagen? Ja. Ich verliere schon meine Stimme. Ich wollte sagen, dass, wenn der Ton später, also jetzt im Video, wenn ihr das gerade seht, wenn er ziemlich leise ausfällt vom Spiel und von meinem Mikro, dann tut das mir sehr leid. Ich muss das irgendwie noch regeln. Nur habe ich gerade das Problem, mein Mikro ist leider schon auf der vollen Lautstärke. Das heißt, lauter als das hier, wie ich gerade rede. Das geht nicht. Und das Spiel habe ich dafür, musste ich dafür sehr runterdrehen, weil das Spiel wäre dann lauter, sonst lauter als meine Stimme. Und das wäre ja doof, dann hört man ja nur das Spiel und meine Stimme nicht. Für viele von euch ist das bestimmt schön. Also, meine Stimme nicht zu hören, würdet ihr euch bestimmt freuen. Nur finde ich das nicht so schön. Also, ich will ja schon mit Stimme aufnehmen. Deswegen muss ich das Spiel leiser drehen, damit man die Stimme auch hört. Also, ich muss das noch irgendwie regeln. Ich muss gucken, wie ich das mache. Deswegen tut es mir leid, wenn ihr gerade den Fernseher voll laut stellen musst oder den Computer, damit ihr überhaupt was mitbekommt. Oh, Kartoffelchips. Also ja, tut mir leid, aber was soll ich denn machen? Das muss ich alles noch regeln. Alkohol trinke ich nicht, nein. Und die Zigaretten rauche ich auch nicht, nein. Also, ja, tut mir leid. Aber da müssten jetzt erstmal alle durch, selbst ich. Ich finde das auch nicht schön, aber. Und ich rede schon lauter, als ich eigentlich sollte. Also, ja. Ich wette, der kam gerade da raus. Irgendwie. Da ist die Tür. Ich dachte gerade, das hier wäre die Tür. Ich muss mir angewöhnen, die Kopfhörer leiser zu stellen, weil. Eigentlich ist das Mikrofon ziemlich stark, nur irgendwie ist meine Stimme ziemlich schwach. Entweder muss ich lauter reden oder näher am Mikrofon ran, was sowieso schon gar nicht mehr geht, da ich schon nah dran bin und ich höre jemanden. Für alle, die mal Bioshock noch nicht gespielt haben und es noch spielen wollen. Traue niemanden. Also damit meine ich, wenn du denkst, du bist sicher, du bist nie sicher in diesem Spiel. Merkt ihr es? Man ist niemand sicher. Ich dachte, ich muss auf den Knopf drücken oder so und er fährt einfach von alleine. Hör zu, ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht. Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Neues Ziel. Geh zu Neptunes Bounty. Okay. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Hier ist nämlich gerade was runtergefallen.
Hoffentlich hört man die überhaupt. Warum kann Mami dich nicht an ihre Brust halten und deine Zähne? Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Hübsches Gesicht. Na gut, Knarre. So wechselt man Waffe, okay. Ich würde erstmal gerne hier, also bei der Zange hier bleiben. Alter, so ein Bild würde ich mir niemals irgendwo hinhängen. Ist ja gruselig. Erstmal hier umgucken, ne? Wie immer. Man weiß ja nie, was man hier so findet. Ich habe jedes Mal Angst, dass irgendjemand gleich hinter mir auftaucht. Pepplige, ein Teddybär. Okay. Ist das hier Blut? Es sieht stark nach Blut aus. Erstmal kaputt machen. Oh, das sieht nicht gut aus. Ah, Musik. Das auch? Ich habe es mit. Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Ich hoffe wirklich gerade, ihr hört das. Falls das zu leise ist, tut's mir leid. Hier kommt doch 100 pro gleich hoch. Die Treppe runter. Whisky trinke ich nicht. Zum letzten Mal. Ich warne dich. Da muss ich lang, also gehe ich die Treppe runter. Hey. Brenda, gib mir meine Hand. Komm gefälligst zurück, du Penner. Ja, komm her. Okay, die hält ein bisschen mehr aus. Und die hatte auch schon eine Knarre. Also, es wird jetzt etwas gefährlicher hier. Und falls ihr euch fragt, warum ich mal... Was ist das? Ach, Verbandskasten. Falls ihr euch fragt, warum ich mal ruhig bin, das liegt daran, dass ich mich konzentriere. Ich weiß jetzt gar nicht... Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich hoffe es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich möchte mich ehrlich gesagt erstmal umsehen, alles einsammeln. Ich möchte nichts verpassen. Auch wenn es wirklich Orte gibt, die ich ehrlich gesagt meiden würde. Aber ich gehe trotzdem da lang. Aus Protest. So. Oh, Geld, 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 Geld. Nein, Wodka. Wodka. Nur am Sonntag. Einsames Silvester. Ein Tonband. Hören wir mal rein. X halten. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Und du sitzt in Hephaistos fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rancher. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug.
Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Tja, ich würde sagen, das war wohl der Tag, an dem der Rapture den Bach unterging. Da können wir übrigens sehen, Happy New Year 1959. Es geschah wohl an Silvester. Huch, der war ganz plötzlich nach oben. Tja. Also, 49 wurde Rapture gegründet, 59 ging es unter. 10 Jahre existierte diese Stadt und dann war es das auch schon. Hat ja nicht sehr lange gehalten. Ich kann keinen Verbandskasten mehr nehmen und mein Leben ist voll. Läuft doch gut für den Anfang. Was war das? Der da steht doch gleich auf, oder nicht? Oh, doch nicht. Aber ich höre schon wieder welche. Ich gehe hier gleich nochmal rein. Wenn du einen Splicer am Wasser siehst, dann hat ihm einen mit dem Elektrobolt. Hab ich. Das war jetzt einfacher als gedacht. Was für ein Gesicht. Hübsche Brille. Wenn das überhaupt eine Brille ist. Ich sag einfach mal, es ist eine Brille. So. So, einmal noch hier rein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles gefunden habe. Das sieht aber danach aus. Den kann ich ja nicht mitnehmen. Das nervt mich irgendwie. Ich will irgendwie keinen Verbandskasten zurücklassen. Und warum leuchtet das da so? Na, guck, hier liegt sogar noch Geld. Siehst du, habe ich also doch was vergessen. Alkohol, Alkohol. Guck mal, da liegt auch noch was. Pistole. 3 Kugeln. Das hätten wir jetzt alles übersehen, wenn ich einfach weitergegangen wäre. Also für die Leute, die hier sagen, hier, mach mal hinne. Da seht ihr es. Sonst übersieht man alles, wenn man einfach nur durchrauscht. Okay, jetzt gehe ich aber weiter. Ich glaube, jetzt ist hier wirklich nichts mehr. Die Tür hier geht sowieso nicht auf. Und ich glaube, ich muss die Treppen wieder hoch. Praktisch dieser Pfeil, der mir zeigt, wo es lang geht. Also, wow. Was willst du von meiner Klappe? Ich habe mich jetzt wirklich gerade erschrocken. Also, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Die tauchen auch einfach immer aus dem Nichts auf. Du gehst irgendwo hin, gehst woanders hin, gehst wieder dahin, wo du eben warst, und plötzlich sind schon wieder überall Gegner. Erstmal telefonieren. Nimmt keiner ab. Funktioniert nicht. Blödes Telefon. Huch! Da waren doch gerade Augen. Ich habe sie genau gesehen. Zeitungsstand. Ich habe die Augen noch genau gesehen. Alter, ich krieg einfach keinen Schaden hier im Spiel. Ich hasse in jedem Spiel... Was ist das? Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Ah ja. Ich sag grad nichts, weil ich habe Angst, dass irgendwas aus der Ecke schießt. Und immer wenn ich irgendwo einen Verbandskasten finde, dann denke ich gleich, oh, da kommt gleich was. Okay, ich glaube, hier kommt jetzt niemand. Ich höre hier mal rein. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist?
Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Tja, ein Riesen... Ich hab mich im Griff, wenn es sein muss! Ich wusste doch, hier ist einer. Das war einfach zu sicher gerade. Und bei einer verschlossenen Tür, da kann man sich doch denken, dass da noch irgendwas kommt. Schrecklich sowas. Gut, aber mit dem habe ich gerechnet, deswegen habe ich mich nicht wirklich erschrocken. Ich höre schon wieder Geräusche. Weißt du, das Schlimmste sind nicht mal die Gegner hier, das Schlimmste sind einfach diese Geräusche, die man einfach die ganze Zeit hört. Was ist das denn? Das ist aber normales Wasser, oder? Ja, ich glaube, das ist normales Wasser. Hoffen wir einfach mal, dass es normales Wasser ist. Ich hasse Toiletten. In jedem Spiel hasse ich Toiletten. Ob das hier wohl das Loch ist, was eben erwähnt wurde? Dieses Riesenloch. Dann ist klar, dass sich Leute beschweren. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Ein kleines Kind. Die haben wir doch schon mal gesehen. Oder nicht? Können wir zu der runter? Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Schnell zu der Kleinen hin, wenn wir da überhaupt hinkommen. Aber sowas macht man doch nicht. Oh. Jetzt gibt's aber Ärger. Das tut sicher weh. Das tut weh. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Elend und er beschützt sie dafür. Okay. Ehrlich gesagt, ich möchte... Was soll das? Nein! Nein! Ich komme nicht mehr hoch! Nein, ich war doch da oben noch nicht fertig. Defekter Verkaufsautomat. Das ist mir gerade egal. Ich will da hoch. Verdient. Kleine Kinder greift man nicht an. Ach, der lächelt aber noch ganz nett. Damit kaputt. Sonst hätte ich jetzt zum ersten Mal die Waffe benutzen müssen. Okay, er sagt mir gerade, dass ich speichern kann. Das heißt doch nichts Gutes, oder? Also, wenn man im Spiel gesagt wird, man kann speichern, bevor man stirbt. Ausnahmsweise ziehe ich jetzt einmal die. Ach, guck mal, hier kommt man jetzt auch rein. Hoch? Ach ja, das war ja die Leiche. Was? Ich weiß gar nicht, was das Mädchen da gemacht hat. Eine Spritze, Blut abgesaugt oder... Irgendwas mit Adam, auch wenn ich noch nicht weiß, was Adam ist. Komm ich da auf? Ja. La, la.
Ich würde mich gerne richtig amüsieren, aber ich traue diesem Spiel einfach nicht. Und da geht's nicht lang. War ja klar. Okay. Da geht's nicht lang, deswegen gehe ich erstmal hier hin. Oh. Untersuchen. Leiche. Ein Kuchen mit Cremefüllung. Finden wir in einer Leiche. Also bei einer Leiche. Ja, warum nicht? Frage, welche Leiche? Ach, hier. Ich Blindfisch. Ich guck da oben hin und such da die Leiche. Ja, ja, ja. So ist das, so ist das. Vita Champer. Was ist das? Select. Wollen wir Select drücken? Hör mal gucken. Oh. Das ist interessant. Sollte es passieren, dass dich einer der feindseligen Bewohner, ich verplapper mich hier schon, von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita-Champer, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita-Champers funktionieren automatisch, sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Okay. Jetzt wissen wir es. Jetzt kriege ich schon langsam Schluck auf. Aber da er mir eben das gesagt hat mit dem Speichern, sollte ich das vielleicht jetzt tun. Puh.